Hallo Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in Hero Zero. Und ja, heute melde ich mich zurück hier von Server 15. Von Server 12 werden wir heute nichts sehen, denn dort ist nichts Spektakuläres passiert. Hier auf 15 ist auch nichts Spektakuläres passiert, aber immerhin möchte ich einen Punkt ansprechen. Und zwar ist heute das volle Power-Wochenende vom 11.11. bis 12.11. Heute, wo ich aufnehme, ist der 11.11. Für euch ist jetzt natürlich schon der 12.11., wo dieses Video rauskommt. Und ihr könnt an diesem Wochenende zweimal am Tag das Angebot im Secondhand-Shop rollen. Einmal hier. Habe ich heute auch schon gemacht. Leider habe ich nichts Besonderes gefunden. Jetzt wird hier gerade mein Virusprogramm aktiv und schleust sich hier ins Bild hinein. Ich hoffe, ihr habt das jetzt nicht gesehen. Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Ja, wie gesagt, ihr könnt zweimal am Tag diesen Shop hier rollen und gucken, ob ihr, naja, sage ich mal, einigermaßen interessante Items bekommt. Müsst ihr mal schauen. Ansonsten gibt es noch hier Rabatte bei den Donutskäufen. Da gibt es einmal das volle Powerbox für 9,99 Euro, 120 Donuts. Das Ganze in, ja, 20% Verminderung. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Dazu gibt es ein Modifikationsplatz-Item. Ich weiß gar nicht, ob das hier mit beisteht, aber es wird auf jeden Fall hier auf den diesem Bild angezeigt, dass es so eine Modifikationsdingen dazu gibt. Also ich finde es sehr gut. So, hier blinkt es auch schon. Wir mal gucken, was ich hier bekomme. 8 Trainingseinheiten, die löse ich heute auf gar keinen Fall ein. Und hier hatte ich auch nochmal 12 Trainingseinheiten. Das Problem ist, ich hatte wenig Zeit, weil ich heute auf einen Geburtstag war. Und und ich habe jetzt auch wenig Zeit, hier eine Aufnahme zu machen. Aber ich dachte trotzdem, ich mache mal eine schnelle Aufnahme für euch, dass ihr noch ein Video habt zum Ansehen und nicht ganz so ohne dasteht für den heutigen Tag. Ja, ansonsten ist eigentlich nicht viel passiert dieses Wochenende. Auf jeden Fall, dass ihr hier diesen Job zweimal rollen könnt und dann euch dieses Donuts-Angebot halt gönnen könnt. Ja, so viel dazu. Ich habe hier noch einiges an Energie zu verspielen. Da ich heute nicht viel dazu gekommen bin, auf Server 12 bin ich soweit gut durchgekommen mit der Energie und mit den Trainingseinheiten, weil ich ja auch da das Multitasking frei habe, hier nicht. Hier werde ich auch, denke ich mal, die restlichen Trainingseinheiten heute nicht verspielen. Ich denke mal, das wird relativ schwierig. Aber ansonsten werde ich hier noch ein paar Punkte, ja, denke ich mal, für die Skills verbrauchen. Ich werde hier auf jeden Fall, habe ich mir überlegt, einiges auf Stärke machen. Denn ich möchte hier auf Server 15 den Charakter mehr auf Stärke spielen und auf Server 12 möchte ich den natürlich weniger auf Stärke spielen, weil ich dort auch viel die Sondereinsätze mache, aber hier werden mir die Sondereinsätze nicht so schwierig und hier möchte ich auch dieses Experiment fortführen und zwar möchte ich hier dann den Charakter auch mehr auf Grips und auf Kraft spielen und da werde ich mal gucken, was dabei halt rauskommt. Wie sich das Ganze dann später sehen lässt, auch in den PvPs, denke ich mal, wird es dort Vor- und Nachteile geben. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, viel hat sich sonst nicht geändert. Und dann würde ich sagen, hier kann ich nochmal die nächste Bande für morgen annehmen. Oder gibt es einige Belohnungen? 20 extra Energie, finde ich sehr schön. Wir hatten auch eben um 22 Uhr hier die Kämpfe. War jetzt auch nicht unbedingt so spektakulär. Wir mussten eine Trophäe verlieren, weil wir eine andere Train-Trophäe dazu gewinnen wollen. Und ja, das ist das nächste Ziel, damit wir wieder gut dabei stehen. Und ansonsten würde ich sagen, ja, wäre es das eigentlich für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es schnell und einfach war heute einfach mal. Das nächste wird auf jeden Fall wieder ein bisschen länger und ein bisschen ausführlicher, würde ich sagen. Aber wie gesagt, aus Zeitgründen und da ich ja auch ein bisschen so, ja, sage ich mal, nichts groß zum Ansprechen habe, würde ich sagen, wäre es das heute erst einmal wieder für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Macht's gut und schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein.